gehört. Jetzt. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Anno 1800. Im letzten Part haben wir unsere Stadt hier, unsere zweite, ein bisschen verschoben. Wir haben die jetzt hier stehen. Die stand ja vorher hier hinten. Ne? Sieht man ja noch ungefähr. Weil ich hier diesen Hafen schöner bauen möchte. Das finde ich ein bisschen cooler hier, den Hafen, die Hafenstelle. Klar, die da hinten sah zum Beispiel auch eigentlich auch ganz schön aus. Oder hier. Hm. Wie habe ich mir vorgestellt, dass wir hier so die Stadt hinmachen. Und da hinten so die Produktionsgebäude. Ja, das ist noch nicht ganz hier alles fertig. Das muss noch alles noch ein bisschen anlaufen, weil wir machen ja hier noch Minus. Meine Frau und die Kleinen Brot zum Beispiel brauchen sie noch. Schnaps geht leer. Ja, das wundert mich nicht. Da haben wir ja auch nur so wenig hier. Da können wir, glaube ich, hier noch zwei hin machen. Der Platz reicht dafür noch. Aber das bauen wir hier eh alles noch um. Weil der Platz. Wir haben ja hier genug Platz, deswegen, also wir werden das nachher noch ein bisschen schöner alles machen. So, was da kannst du hin? Was ist das? Ach, so ein Stück Mauer. Passt leider nicht. Sehr schade. Machen wir dahin. So. Vier Stück meistens insgesamt von den Gebäuden. Ich denke, das reicht für den Schnaps. Und dann haben wir ja auf der letzten im letzten Part haben wir ja gemerkt, dass wir hier so ein bisschen ein Polizeiproblem gerade haben. Am Streiken. Aber es ist fast behoben, ne? Sieht man ja. Soweit läuft es ja bis jetzt echt gut, muss ich sagen. Wir wurden noch nicht großartig angegriffen, also war jetzt noch keine Gefahr großartig hier. Den machen wir jetzt auch mal an. Und wir müssen ja Steine haben. Das ist Kanonen. Kanonen haben wir eigentlich die ganze Zeit immer genug. Ja, also. Ich würde, glaube ich, jetzt hier darum, dass wir uns darum kümmern, dass sie halt Brot bekommen. Vielleicht. Oder wir bauen erstmal das hier ein bisschen um. Das wäre natürlich auch eine Idee. Dass das erstmal ein bisschen aufteilen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier würde ich so einen schönen Übergang machen. So eine schöne Brücke. So. Dann würde ich hier so ein paar Produktionsgebäude hinstellen. So, machen wir mal so. Was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist die Feuerwehr und sowas, ne? Diese Dienste hier hinzustellen. So, da könnt ihr zum Beispiel Feuerwehr hin, ne? So. Dann brauchen wir hier noch ein Lagerhaus irgendwo. Sind die eigentlich gleich aus? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Obwohl, da sind Flaggen. Ne? Na, auf der anderen Seite sind keine. So, dann noch mehr davon. Wir achten jetzt aufs Schön bauen. Der Streik wurde beendet. Hier auch nochmal eine Portion machen. Das glaube ich verrückt, das braucht doch nochmal. Nein, das sieht ganz komisch aus. So.
tatsächlich falsch rum? Sehen die von der Seite aus? So. Weil hier steht auch. Obwohl, von der Seite sieht es auch gut aus. Wir machen sie andersrum. So. Finde ich von der Seite irgendwie besser. Obwohl das ja sehr hier mit dem Wasser. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, also. Das ist ja auch noch. Produktionsgebäuden. So. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier gerade? Irgendwas nicht. Ach, die Kleidung. Ich dachte, das hätte sich jetzt gebessert. Weil wir es ein bisschen umgestellt haben. Aber hat nichts gebracht. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Stück davon und noch mal so ein Lagerhaus. So. Mal gucken, wie wir die jetzt am besten bauen. Warte mal, ich würde, glaube ich, das hier doch anders hinstellen. So. So, und dann machen wir hier. So, wenn wir hier jetzt die Felder hinmachen. So, und dann kommt hier die Silos hin, ne? So. Da ist dann die andere Produktion. Die gehen auch noch hoch. Was ist denn hier los, ey? Das ist ja voll Arbeiterkraft hier in die Hose. So, das machen wir jetzt mal weg. Ach komm, die machen wir auch weg. Weil die stellen ja jetzt das Doppelte her. Die müssten theoretisch für die vier Gebäude reichen. So, dann Schnaps. Kann das so gedruckt werden? Dann mal Schnaps und machen wir hier so ein paar Felder hin. Und es mangelt noch an Arbeitskraft. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, vier Stück. Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Hier.
Aus wie ein Tier. Wir konnten Elefanten. Nicht länger warten. Der Rüssel. So. Ich habe mich gerade so konzentriert, dass ich gar nichts mehr gesagt habe, ne? Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, so, das haben wir dann. Schnapsbrennerei, wo stellen wir die hin? Oh, guck mal, die würde hier perfekt reinpassen. So. So. Und hier auch nochmal ein Lagerhaus hin. Davon braucht man ja leider immer sehr viele. Die Menschen lassen sie hochleben. Da gucken wir mal hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Sind auf jeden Fall zufrieden. Und Wurst. Dann das hier. Ach nee, das bleibt ja da. So menschlich. Das hier noch. So. Das kann weg. Und das kann weg. So. Jetzt würde ich hier ganz gerne irgendwie eine doppelte Brücke haben. Mal gucken, wo ich die am besten hin tun kann. Perfekt. So, und hier auch noch. So, das kann alles weg. Verbindung sieht ein bisschen komisch aus. Das Ganze hin und her. So. Jetzt könnten wir hier noch mehr Häuser hinmachen. Ich habe schon wieder Halsschmerzen. Man wird schon ganz bescheuert durch diesen Corona. Denkt man jedes Mal, man hätte was. Wenn ich an die Zukunft denke, so. Spielen Sie. Und das hier werde ich, glaube ich, jetzt einfach mal. Nee, bist du nah an dem anderen? Machen wir hier hin. So. 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 Perfekt. Und ich würde das hier doch anders hinstellen. Finde ich ein bisschen komisch aus. Es ist schwer, sich von Vorurteilen zu lösen. So. Übertrieben, ne? Und ich habe auch noch wieder auf schnell hier ganzen Häuser hätte zusammenstürzen können. Das hätte viel Holz gekostet. Okay, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, gleich so viel. Aber da ich ja die andere Stadt, die vorher da stand, da hatte ich ja auch echt viel schon stehen und die einfach abgerissen habe, dachte ich, mache jetzt gleich hier. Das Ding voll. Ne? So, könnte jetzt sein, dass sie zu wenig Fisch produzieren, ne? So, das möchte ich hier auch noch zumachen. Kann ich da vielleicht noch eine Fischerhütte hinbauen? Ja, das geht. Nur das Holz gerade nicht.
So, und die vier mache ich auch noch weg. Und die vier auch noch. Damit ich das Teil nicht, glaube ich, eher hier hinstellen. So. Das wird ja später noch ein bisschen schöner hier aussehen. Hoffe ich. Gucken wir mal. Oh, davon haben wir mehr als genug. Fisch geht halt jetzt nur runter. Wir haben ja auch viele Häuser gebaut und dazu nur zwei von den Fischfängerei. So wie die Dinge heißen. Fischerei. So, die machen wir auch hin. So. Und das machen wir weg. Also den der Hafen hier, der gefällt mir richtig gut. Muss ich sagen. Zwei Türme. Die zwei Türme. Aber ich glaube, die drei Stück davon reichen gar nicht. Ich glaube, wir müssen noch welche machen. Dann machen wir da auch noch mal zwei hin. Wir können ja auch nachher hier nachgucken bei der Produktion hier irgendwo. Hier. Momentan geht es halt noch runter, weil die anderen noch nicht richtig arbeiten. Ne? Das dauert ja dann immer einen Moment. Wir liegen ihnen wirklich am. So, eigentlich würde ich dann jetzt dafür sorgen, dass wir halt Brot bekommen. So, nur gucken, wo wir hier die Felder hin machen. Also da würde ich jetzt ungern noch die Felder hin machen, weil ich denke mir, dass das hier noch recht schnell voll sein wird später. Ich glaube, Getreidefelder würde ich hier hin machen. Vielleicht hier so in der Ecke, so hier. So. So, wie viele brauchen wir wohl? Für Brot. Machen wir mal 5 Stück. So. Dann nur gucken, ob wir das hier so schön hinkriegen. Einige Felder könnten helfen. Was steht denn? Was ist denn da? Steinkohlevorkommen. Oh, das werden wir bestimmt später brauchen. Das dürfen wir nicht zubauen. Und hier. Das Emporium Exotik benötigt deine Dienste. So. So würde ich es, glaube ich, jetzt erstmal stehen lassen. Haushund. Gleitschutz. Ja, wir haben halt keine Kriegsschiffe. Wir brauchen unbedingt Kriegsschiffe. Können wir leider nicht machen. Wir haben immer noch nicht, ey. Mein Gott. Oh. Brennt da wieder alles. Feuerwehr schon unterwegs. Da haben wir kein Brot. Okay, das müssen wir uns im nächsten Part müssen wir uns darum kümmern, um die Stadt, dass wir das da alles wieder so ein bisschen nachgucken, dass alles wieder in Ordnung wird. Wie läuft's ja? Ich glaube, die Produktionsgebäude würde ich wieder irgendwie hier hin reinstellen. Dass das so ein bisschen gemischt ist. Drei davon. So, so. Drei davon. Die Handelsroute braucht ganz schön lange, ne? Also hier haben wir schon einiges, was wir aufbauen müssen. Haben wir jetzt eigentlich Fenster? Die Flammen sind außer Kontrolle. Nee, auch noch nicht. Wollte ich da auch schon längst hier aufbauen. Oh, 20 Ziegelsteine. Uiuiui.
Okay, im nächsten Part kümmern wir uns dann hier, diese Insel nochmal. Ne, vor allem, dass wir dann auch Schiffe bauen. Ich will im nächsten Part unbedingt Schiffe bauen. Wenigstens zwei schon mal. Das bauen wir auf. Okay, das können wir jetzt nicht mehr aufbauen. Sehr schade. Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Naja, wir haben zumindest Plus, das ist schon mal ganz gut. So. Also. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und das war's schon. Eine Bäckerei haben wir. Okay, und davon machen wir jetzt erstmal noch welche zu, weil das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier so lange dauert. Ach, jetzt haben wir wieder Holz. So. Das machen wir auch noch hoch. So, also ich hoffe, dass wir jetzt gleich Brot haben. Müsste gleich voll werden. So Leute, das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir hier diese Insel noch ein bisschen weiter gemacht haben. Also ich muss sagen, jetzt die Produktionsinsel hier. Produktionsinsel, ja, dieses Stück halt, ne? Finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich werde hier später noch so Dekoration hinmachen. Ja, hier so zwischen. So. Ich denke, das wird dann ganz gut aussehen. Was die Felder angeht, die werde ich auf jeden Fall noch ändern, ne? Das habe ich jetzt nur so hingeballert auf die Schnelle. Da kommen auch später Traktoren natürlich hin. Und ich werde den auch nicht alle auf einen Fleck machen, sondern werde sie so ein bisschen verteilen. Damit es halt besser aussieht. Das ist hier genauso das gleiche, da werde ich dann ein bisschen was ändern. Gut, zu weit auseinander kann man die ja auch nicht machen wegen Traktoren, ne? Diese Öldinger hier. Das Öl für die Traktoren, das muss ja immer eine bestimmte Reichweite haben, ne? So, Leute. Das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss. Nice.